Hallo vom Strand von Los Angeles. Ich springe hier nicht gleich in den Pazifik, ich springe gleich in dieses Auto, in die elektrische E-Klasse von Mercedes-Benz, in den EQE. Leider darf ich noch nicht fahren, sondern nur mitfahren, aber so werde ich jetzt mal so die ersten Eindrücke von einem Fahrzeug bekommen, das die Business-Limousine in die Zukunft trägt, nämlich rein elektrisch, in diesem Fall mit einem Motor an der Hinterachse. Es wird auch eine Allradversion geben. Hier haben wir den 350 Plus mit einem 215 kW Motor eben an der Hinterachse und einer 90,6 Kilowattstunden großen Batterie, die für eine Reichweite von bis zu 660 Kilometern sorgen soll. Das wird im realen Leben ein bisschen weniger sein, aber auf jeden Fall so, dass der Geschäftsmann ohne Reichweitenangst zum Termin wird fahren können. Und Preise stehen auch schon fest. Diese Version, die Einstiegsversion, beginnt bei 70.600 Euro. Und das wird natürlich dann, je nach Ausstattung oder mit Allradantrieb, dann eben bis zu weit über 100.000 Euro gehen. Also wirklich schon eine Luxuslimousine, die diese elektrische E-Klasse hier darstellt. Und wie sich das so anfühlt auf dem Beifahrersitz, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich darf hier heute mitfahren in Santa Monica, direkt am Pazifik, und den EQE fährt Holger Enzmann, der ist der Projektleiter bei der Entwicklung der Plattform, auf dem das Fahrzeug steht. Und Enzmann, erzählen Sie noch ein bisschen über das Fahrzeug, das wir uns heute ausgesucht haben für diese Fahrt. Ja, hallo, herzlich willkommen hier im EQE 350 Plus. Wir sind hier in Los Angeles unterwegs, haben die Heckantriebsvariante mit 215 Kilowattstunden und 530 Newtonmeter. Heckantriebsvariante mit der 10-moduligen Batterie, nutzbaren Kapazität von 90,6 Kilowattstunden. Wir haben mit dem EQE das Fahrzeug mit einer Außenlänge von 4,95 Meter. Der Radstand ist bei 3,12 Meter. Das heißt, das S-Klasse-Format hier transformiert auf eine elektrische Plattform. Und der EQE basiert auch wie der EQS auf der EV2-Plattform, die skalierbar mit verschiedenen Batteriegrößen, verschiedenen Antriebsvarianten, eine sehr große Bandbreite bis hin zu SUV-Varianten darstellt. Genau, der SUV vom EQE wird ja dann auch noch im Laufe des Jahres folgen. Aber die Limousine ist natürlich im Grunde genommen das, was man so als elektrische E-Klasse verstehen kann. Wir haben hier auch die Version mit dem Hyperscreen, den man ja schon aus dem EQS kennt und den man hier auch gegen Aufpreis für den EQE bestellen kann. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Hyperscreen? Gut, der Hyperscreen erstreckt sich auf einer Länge oder auf einer Breite von 1,41 Meter, besteht aus drei Displays. Und das Besondere natürlich dieses Beifahrerdisplay. Und worauf wir sehr stolz sind, ist jetzt die Möglichkeit, auch dynamischen Inhalt, Bewegtbilder, Videos, Streaming, YouTube-Videos auf dem Beifahrerdisplay während der Fahrt anzuzeigen. Und wir haben ein ganz tolles Feature dafür implementiert, um auch den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, über diese Stereokamera im Fahrerdisplay wird erkannt, wird die Blickrichtung des Fahrers erkannt. Und sobald er auf das Display schaut, wird das nach einer gewissen Zeit ausgeblendet. Und das erfüllt die Regularien zum Thema Vermeidung einer Fahrerablenkung. Und man sieht es sehr schön, wenn ich jetzt auf dieses Display schaue, wird das langsam ausgefadet. Und sobald er wieder geradeaus schaut, ist dann das Video wieder sichtbar. Kommen wir mal zu der Effizienz des Fahrzeuges. Viele sehen ja jetzt auch, dass die nicht nur die Benzin- und Dieselpreise steigen, sondern auch die Preise an den Ladesäulen. Ihr versucht mit dem Fahrzeug trotz der Größe
und den Leistungsdaten auf einen Verbrauch zu kommen von 18 kWh. Was stellt ihr euch da vor nachher im realen Leben? In diesem Bereich, wenn wir uns mit dem Fahrzeug bewegen, natürlich immer abhängig von den Außenbedingungen, von der Fahrweise, aber über eine sehr effiziente Rekuperation, über ein sehr effizientes Antriebssystem mit permanent erregten Motoren, hier auf der Hinterachse, aber auch in der Version mit Allradantrieb, realisieren wir sehr gute Verbrauchswerte, die dann in Summe mit der 90,6 Kilowattstunden Batterien zu Reichweiten bis 660 Kilometer nach WLTP führen. Genau, also das sind natürlich die Maximalwerte im realen Leben, wie gesagt, auch immer abhängig von der Jahreszeit und der Art, wie man das Fahrzeug bewegt, dürften es dann auch mal 100 Kilometer weniger sein, aber auf jeden Fall so, dass man mit dem Netz der Schnellladesäulen, die es inzwischen gibt, hier keine Reichweitenangst mit so einem Fahrzeug haben soll. Das darf man aber auch nicht mehr haben in dieser Klasse. Plug and Charge ist natürlich auch sowohl hier in den USA als auch in Deutschland dann irgendwann genau Voraussetzung. Plug and Charge verfügbar in den USA und in Deutschland jetzt schon. Weitere Anbieter wie zum Beispiel ChargePoint springen auch auf diesen Zug auf und dort ist dann die Plug-and-Charge-Funktionalität realisierbar. Wir können aber, und das ist auch ein tolles Feature, wir können auch direkt über die Head-Unit den Ladevorgang starten, auch den Bezahlvorgang starten oder auch über die Mercedes-Me-App, sodass man mehrere Möglichkeiten hat und nicht mehr gezwungen ist, mit Karten, mit verschiedenen Karten dann quasi den Ladevorgang zu starten. Die Ladegeschwindigkeit gibt ihr mit bis zu 200 kW an? Hier im EQE mit etwas kleineren Batterie sind wir bis zu 170 kW. 170, okay. Der EQS mit der großen Batterie, mit einer anderen Verschaltung der Zellen bis zu 200 kW. Dort ist natürlich der größere Energieinhalt, sodass wir auch hier die Ladezeiten von 10 bis 80 in ca. 30 Minuten realisieren können. Im Idealfall, genau. Aber genau um diesen Idealfall möglichst häufig darstellen zu können, gibt es ein sehr ausgeklügeltes Batterie-Thermomanagement. Das heißt, sobald eine Schnellladesäule als Zwischenziel oder Endziel ausgewählt wurde, fängt das System automatisch an, die Batterie quasi zu temperieren, entweder zu kühlen oder etwas vorzuheizen, um dann möglichst schnell auf die hohen Ladegeschwindigkeiten von 170 oder 200 kW springen zu können. Und Ziel ist auch bei diesen Ladegeschwindigkeiten, dass wir das nicht nur einen kurzen Peak darstellen, sondern in dem breiten Band diese Ladezeiten oder diese Ladegeschwindigkeiten halten können, um dann den Ladevorgang so kurz als möglich zu gestalten. Das heißt nicht nur ein kurzer Peak, sondern ein sehr großes, langes Ladeplateau. Erzählen, wie es hier so aussieht im Innenraum. Also Hyperscreen natürlich immer wieder faszinierend, wenn man davor sitzt. Das muss man schon sagen. Das Raumgefühl ist natürlich auch beeindruckend. Dank der E-Plattform, die natürlich das dann mehr ermöglicht als eine umgebaute Verbrennerplattform bei anderen Modellen. Insofern ist das schon ein wahnsinniges Luxusgefühl hier auch schon in der elektrischen E-Klasse, wenn man so will. Und hier ist ja auch ein Filter eingebaut, der Viren und Bakterien in dieser Zeit den Schrecken nehmen soll. Genau, wir haben das HEPA-Filtersystem, ganz kurz zeigen, Air-Quality-System, wo im Grunde über einen großen Filter von 80 cm Breite, also wirklich ein Filter in diesem Ausmaß im Vorbau, die Luft sehr effizient gereinigt wird, große Filterfläche, damit das Zurückhalten von Partikeln bis 2,5 pm. Und das ermöglicht, wie gesagt, neben Partikeln, Pollen, Gerüchen auch die Filterung
wie heute sehr wichtig, wie angesprochen, Viren und Bakterien, um das in diese Belastung deutlich zu reduzieren. Ja, neben der Effizienz des Fahrzeugs ist natürlich auch der Spaß am Fahren sehr wichtig. Es soll kein Versicherungsfahrzeug sein, 215 Kilowatt und 530 Newtonmeter führen natürlich dazu, dass wir eine sehr begeisternde Beschleunigung darstellen können und wir das Fahrzeug auch sehr dynamisch fahren können. Es gibt für den EQE die Möglichkeit, auch die Luftfeder optional zu bestellen. Das heißt, wir bieten auch ein Luftfederungssystem mit aktiver Dämpferverstellung und Niveauregulierung an, wie im EQS. Haben aber auch hier die Möglichkeit, im Einstieg mit einer sehr effizienten Stahlfeder und auch mit einer sehr gut abgestimmten Stahlfeder zu fahren. Ja. Ebenso bieten wir die Hinterachslenkung als Option an. Das ist etwas kürzerer Radstand, sodass wir auch im Einstieg ohne Hinterachslenkung starten können. Aber mit Hinterachslenkung und Luftfeder das Fahrzeug noch mal dynamischer ausgestalten können. Aber dazu muss man natürlich sagen, mit all diesen Features bewegen wir uns dann natürlich irgendwann auch im sechsstelligen Bereich. Fahrgeräusche im Innenraum, natürlich, wie man es erwarten sollte, auch extrem angenehm. Das trotz der deutlich härteren All-Season-Bereifung, die von den Kunden in den USA gewünscht wird. Ja, vielleicht nochmal ein Satz zu der intelligenten Rekuperation, wenn wir schon über Effizienz sprechen. Wie sieht das aus? Wir haben diese Funktion von D-Auto, intelligente Rekuperation. Ich fahre immer in diesem Modus, ich mag ihn besonders. Und dieser Modus gibt die Möglichkeit, dass man auf einen Vorausfahrer automatisch bremst, also über die Rekuperation verzögert, bei leichten, abschüssigen Strecken sehr effizient segelt und auch bei stärkeren Gefällen dann direkt in die Rekuperation reingeht. Und das Auto erkennt über die Außenbedingungen, über das Gefälle, die Neigung, was ist der effizienteste Modus und wendet dann diesen automatisch an. Also von dem her, die Auto, intelligente Rekuperation, tolle Möglichkeit, um effizient zu fahren. Wendekreis. Wir sind mit der Hinterachslenkung deutlich unter 10,50 Meter. Ja. Mit der großen Hinterachslenkung, das sind Werte, die sogar unter denen von Kompaktfahrzeugen liegen. Und es ist ein super, hat es ja am Wendekreis hier gesehen auf der Straße, super dynamisch zu fahren, aber halt auch sehr, sehr handlich das Fahrzeug, trotz der 4,95 Meter Außenlänge. So begeistert ist die Geschwindigkeit der Navigation. Ja. Wir können als Beispiel mal San Francisco eingeben. Sehen wir immer den Zielort, wir sind grafisch dargestellt, innerhalb weniger Sekunden, sehr schnell jetzt, innerhalb weniger Sekunden ist dann schon die Route im Fahrzeug, also onboard kalkuliert. Und das, was dann läuft, ist die Offboard-Kalkulation der Ladesäulen oder der notwendigen Ladestopps in Abhängigkeit von den Außenbedingungen, Temperatur, aber auch dem Fahrzeug. Es berücksichtigt sogar die Carpool-Lanes. Und in Abhängigkeit vom Fahrverhalten der letzten Kilometer wird dann die Notwendigkeit von Ladestopps berechnet. Und das wird offboard kalkuliert. Und dann sehen wir relativ schnell, welche Ladesäulen notwendig sind. Das sind aber die Ladesäulen eurer Partner. Also, oder Mercedes hat das größte Ladenetzwerk. So dass wir mit Electrify America? Electrify America, aber auch andere Ladekartenanbieter. Man sieht das hier, während da jetzt noch berechnet, dass wir dann online auf verschiedene Ladesysteme zugreifen können. Wir sehen also dann die Ladegeschwindigkeit von der Säule, zum Beispiel hier, das ist keine Electrify America-Säule, sondern das ist eine Säule, die im Ladenetzwerk aktiv mit bespielt wird. Also sprich, die können wir auswählen. Ich sehe dann hier Greenlots, wie kann ich auch bezahlen? Ich kann zum Beispiel an dieser Ladesäule. Das ist dann aber nicht Plug and Charge. Das ist nicht Plug and Charge, genau. aber es ist nahezu genauso einfach, weil ich kann jetzt zum Beispiel dieser Ladesäule direkt aus der Mercedes Me App oder halt auch direkt aus dem Fahrzeug den Ladevorgang und auch den Bezahlvorgang starten. Auch hier Green Charging, ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben mit den Ladestationsanbietern genau das Thema Ökostrom vereinbart, sodass wir auch hier 100% Green Charging anbieten können.
jetzt sehen wir hier unsere fiktive Route nach San Francisco. Wir brauchen jetzt einen Ladestopp. Wir würden es hier 33 Minuten von 36 auf 88% laden. Es ist eine 150 kW Ladestation, also nicht die volle Ladeleistung. Ja. Aber wir sehen dann sehr detailliert die Details zu dieser Ladesäule, wo ist sie, wo liegt sie, auch wie ist die Auslastung und noch einige Details dazu. Also jetzt, wo wir gerade mal hier die Strecke haben, Los Angeles, San Francisco, da steht ja die gesamte Reisedauer und steht da auch die kumulierte Ladezeit? Genau, das sind diese 30, 32 Minuten. Nein, also für alle Ladungen sozusagen. Wir haben jetzt hier nur einen Ladestopp, aber wir sehen auch da die Gesamtdauer. 6 Stunden 27. Also 6:27 ist inklusive der Ladezeit. Inklusive der Ladezeit, genau. Der Kunde soll nicht groß rechnen müssen. Ja. Wir geben ihm eine Zeit an. Das sind also diese 6:26. Und in 2 Stunden und 16 ist der Ladestopp. Also in 168 Meilen und 2 Stunden 16 ist der Ladestopp. Ja, also nur mal so für alle, die immer noch glauben, dass mit Elektrofahrzeugen Langstrecke nicht möglich ist. Das sind mal locker 600, knapp 600 Kilometer nach San Francisco von L.A. Und in der Zeit muss 33 Minuten von 6,5 Stunden knapp an der Ladesäule gewartet werden quasi. Und das ist ja nun, sag ich mal, eine Pause, die jeder auch mit anderen Fahrzeugen einlegen sollte, wenn er so eine Strecke fährt. Insofern ist es überhaupt kein Problem mehr, mit so einem Fahrzeug ja sogar von Westküste nach Ostküste zu fahren. Das sollten wir wieder mal machen. Ja. Ja, im Mittleren Westen ist vielleicht die Ladeinfrastruktur noch nicht so, aber ich glaube gerade Electrify America macht da schon, glaube ich, auch schon viel. Ne? Ich weiß, sie sind nicht vom Marketing, aber so vom Gefühl her, was werden die Kunden wollen? Eher den Heckantrieb oder den Allrad? Ich denke, wir werden eine sehr gleichmäßige Verteilung haben. Es gibt Kunden, die genau das Thema Reichweite, für die das noch wichtiger ist. Es gibt auch die Kunden, die das dynamische Fahrverhalten sehr schätzen. Es wird eine sehr ausgewogene Verteilung zwischen den verschiedenen Fahrzeugvarianten sein. Und das Fahrzeug ist made in Germany? Das Fahrzeug wird in Bremen produziert. Und damit richtig made in Germany. Wir beliefern aus Bremen alle Märkte, haben jedoch für den chinesischen Markt eine eigene Produktionsstelle in Peking. Und die SUV-Variante, die dann folgt hier vom EQE, die kann man ein bisschen so auch ableiten von der SUV-Variante des EQS. Wahrscheinlich so auf dem Niveau. Das ist unsere EVA2-Architektur. Ja. Wie gesagt, ein variables System aus Antriebs, Motoren, Vorderachse, Hinterachse, Batteriesystemen und den gesamten Ladesystemen, Kühlung etc. pp. Und das nutzen wir natürlich flexibel für alle Fahrzeuge, die auf dieser Architektur basieren.